Ja, hallo liebe YouTube-Fans. Heute habe ich für euch das klassische Adventure Dead Tomb. Das ist eigentlich fürs NES und ich habe hier die Switch-Version von 8-Bit Legend bekommen. Und wir können uns mal gerade so ein bisschen was anschauen. Ich habe jetzt den Vorspann absichtlich wieder nicht gezeigt. Man kann hier Ränder einstellen. Das finde ich ganz hübsch immer. Das sind so nette Sachen, die ich immer so ein bisschen liebe, ohne dass es jetzt einen direkten Mehrwert hat. Ich mag sowas aber. Nehme einfach mal den klassischen. Ich finde den schön. Dann kann man hier auch das Anleitungsheftchen aufrufen. Dann sieht man auch so ein bisschen was zur Geschichte des Spiels, zu den Sachen, die man benutzen kann. Finde ich alles sehr schön. Es gibt eine Möglichkeit, den Spielstand per Passwort abzuspeichern. Aber ich habe weder im Pressematerial, noch in der Anleitung, noch im Spiel eine Möglichkeit gefunden, irgendwie ein Passwort zu generieren. Ja, man hat ein Inventar. Da ist im Moment noch nichts drin. Wir sind hier ganz am Anfang noch. Also gerade so ganz rudimentär zur Story. Das ist ein Zeitreisender. Der ist 1300 vor Christus in der Pyramide gestrandet und muss da wieder raus. Das ist im Prinzip auch schon die Story. Ich sag mal so, die Klasse eines LucasArts-Adventures oder irgendwelche großartigen Story-Wendungen sollte man hier nicht erwarten. Hier geht es nur ums Spaß haben und Puzzeln und es gibt auch nur das Setting Pyramide. Das muss man vielleicht wissen, aber das ist alles routiniert gemacht. Wenn ich mich an irgendeinem Hotspot annähere, den ich benutzen kann oder wo ich was machen kann, dann kommt da so ein kleines Fragezeichen. Dann kann ich das hier entsprechend mit Druck auf die A-Taste jetzt hier bei der Switch untersuchen. Und dann kann ich auch mit den Sachen interagieren. Ihr kennt das alles. Das hat man alles schon 100-mal gesehen. Aber es ist nett gemacht und es ist intuitiv. Wir werden jetzt mal ein Rätsel spoilern. Natürlich jetzt, ne, bin ich hier wirklich vorsichtig mit Spoilern, weil das eben doof ist sonst. Ich habe mich einmal durch das Spiel durchgespielt. Es gibt so ein bisschen Abwechslung in der Grafik nachher, dass man eine Möglichkeit hat, so ein bisschen farblich was anderes zu sehen, aber das ist es dann eigentlich auch schon. Also das Hauptaugenmerk liegt auf den Puzzles. Am Anfang sind die sehr klar und deutlich. Hinterher muss man verschiedene Wege mit verschiedenen Gegenständen und Kombinationen zurücklegen, wo man auch schon mal ein bisschen um die Ecke denken muss. Also man ist schon ein bisschen beschäftigt. Das ist nicht super schwer, aber auch nicht so, dass einem jedes Puzzle direkt ins Auge fällt. Das hier ist ein ganz einfaches. Ihr seht, wir haben Sand. Seems to have an opening behind it. Also da scheint was dahinter zu sein. Sprachlich kann man, soweit jedenfalls in meiner Version, Englisch und Französisch auswählen. Sollte man wissen. So, dann werden wir natürlich mal versuchen, den Sand da wegzuschaffen. So, wir sehen, da kommen wir jetzt immer noch nicht weiter. Machen wir das Ganze nochmal. Das ist in dem Spiel übrigens so, dass sich Hartnäckigkeit häufiger auszahlt. Das heißt, Sachen ruhig öfter probieren. So, und jetzt haben wir das freigelegt. Und jetzt benutzen wir halt den Schacht. Dann gibt es hier immer so nette Zwischensequenzen. Finde ich schön gemacht. Und dann gibt es so eine Art Overworld-Map, über die man sich nachher bewegen kann. Um es kurz zu machen, die ist nachher bis ganz oben ausgefüllt. Und man muss dann schon so ein bisschen aufpassen. Es gibt so ein klein bisschen Backtracking. Und bei so ein paar Passagen, die sehen sehr ähnlich aus, muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man sich richtig orientiert. Aber alles ganz nett gemacht. Schöne Grafik, schöner Sound. Hier haben wir so ein kleines Steinchen. Natürlich in alter Adventure-Manier versuchen wir hier alles mitzunehmen. Und dann sagt er freundlicherweise, dass wir das nie brauchen werden. Also das ist kein roter Hering, den wir 300 Jahre mit uns rumschleppen oder irgendwie Benzin für die Kettensäge oder sowas. Ist hier also schon sehr anwenderfreundlich, sagen wir es mal so. Also man kann sich halt alles anschauen, mit allem interagieren. Wir machen das jetzt auch mal und dann ist genug mit Spoiler, mehr zeige ich dann auch nicht. Manchmal muss man, so wie jetzt gerade hier, wirklich sehr genau dastehen und es gibt so ein paar Stellen, wo man gut überlegen muss, was man machen muss, sonst ist man sehr schnell tot. Freundlicherweise kann man immer wieder am letzten Todeszeitpunkt einsteigen. Also das ist absolut frustfrei. So, jetzt beim ersten Lesen, da sagte ich eben, Hartnäckigkeit zahlt sich aus.
Hier ist es so, dass er zunächst mal sagt, dass der Rucksack eigentlich kaputt ist. Und da kommt man sicherlich schnell auf die Idee, den einfach liegen zu lassen. Aber, ach guck mal, man kann ihn aber aufmachen. Und dann sieht man, dass da drin Universalübersetzer ist. Der wird später noch wichtig. Wobei, ich glaube, man kann es tatsächlich auch ohne lösen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es nicht ohne gelöst, aber wäre denkbar, dass es geht. Also mit Trial and Error kommt man vielleicht auch weiter, das weiß ich nicht genau. So, und das Tolle ist, wenn ich jetzt irgendwas aufgesammelt habe, dann benutzt er viele Sachen direkt schon sozusagen im Kontext richtig. Das heißt, ich kriege dann, wenn ich bestimmte Sachen im Inventar habe, direkt die Möglichkeit, die so einzusetzen, dass das funktioniert. Trotzdem ist es so, dass man immer wieder gut überlegen muss, an welcher Stelle man jetzt was macht. Ja, hier seht ihr, haben wir schon direkt wieder mehrere Möglichkeiten. Wir gehen jetzt hier einfach nur mal weiter. So, und jetzt hier nochmal ein einziges Beispiel von man ist tot und ich verrate euch nicht die Lösung. So, da war jetzt zum Beispiel ein Skorpion hinter dem Stein. Wenn ich den wegschiebe, bin ich direkt schon tot. Ich hab's aber heute. So, und dann seht ihr, be careful next time und sonst passiert da gar nichts. Man kriegt doch keine Abzüge und man spawnt im selben Raum wieder und kann dann weiter rätseln. Also, mein Fazit. Dead Tomb ist ein sehr schönes, buntes, einsteigerfreundliches Adventure mit ein bisschen wenig Story, wo es eigentlich wirklich nur so ein bisschen ums Knobeln in den Räumen geht. Ist aber, ich sag mal, fürs NES, wenn man weiß, dass das in der Qualität auf dem NES läuft, schon richtig gut. Klar, da gab es auch so Adventures wie Maniac Mansion und ich glaube King's Quest, irgendein Teil. Ich weiß nur nicht welchen. Die waren natürlich schon ein bisschen aufwendiger, da geht auch schon mehr. Aber letztendlich ist das ein routiniert gemachtes, nettes Adventure, geht auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Spaß damit gehabt. Ich denke, wenn man sehr schlau und schnell puzzelt, ist man in einer Stunde oder so durch. Ansonsten braucht man sicherlich auch länger, wenn man keine Lösungen vorher checkt. Da ist schon, wie gesagt, der ein oder andere kleine Hirnverrenker dabei. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall ganz gut zu lösen. Also wer vielleicht mal mit nicht ganz so jungen Kindern, weil das vielleicht sonst hier mit Skorpionen und Gift und sonstigen Thematiken vielleicht nicht ganz so toll ist. Aber wer vielleicht mit den Kleineren mal ein bisschen knobeln will und ein einsteigerfreundliches Adventure sucht oder einfach eins, das man mal so launig an einem Abend durchspielen kann, der ist hier super bedient. Ist wie gesagt routinierte Kost. Junge. Macht also wirklich Spaß, kann man machen. Ist auch wirklich preislich super fair. Ich glaube 4,99 oder so zahlt ihr für die Switch-Version. Ist auf jeden Fall was, was sich lohnt. Kann ich empfehlen. Und hat mir viel Spaß gemacht die ganze Zeit, wo ich es gespielt habe. Irgendwelche nennenswerten Bugs oder so ist mir auch nicht aufgefallen. Wer es, wie gesagt, fürs NES haben will, ist auch eine Option. Insgesamt gut gemacht. Macht Spaß. Präsentation finde ich sehr gelungen. Kann man auf jeden Fall zugreifen, wenn man das Genre mag. Nicht zu viel erwartet. Ja, das war's von mir und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Bis dann. Ciao.